Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal mit dem Train Simulator 2021. Wir fahren heute auf der Strecke Frankfurt-Koblenz mit einem Intercity. Dort ist er auch schon. Moin Kollege, da der Kollege dich nicht in Koblenz ablösen konnte, fährst du weiter nach Stuttgart Hauptbahnhof. Und ich wünsche dir eine gute Fahrt. So, vielen Dank. Wir befinden uns in einem Intercity-Zug, 2313 die Zugnummer. Wir fahren hier von Koblenz bis Frankfurt am Main Hauptbahnhof, vermutlich auch mit Halt in Frankfurt am Main Flughafen, aber auf jeden Fall haben wir Halt in Mainz Hauptbahnhof. So, unsere Reisen steigen schon bereits ein, unsere Lok ist schon so gut wie fertig aufgerüstet. Wir machen hier eben mal noch die Displays ein bisschen dunkel. So, dann schalten wir das Spitzensignal ein. Dann ein Scheinwerferlicht. Ein bisschen Armaturbeleuchtung. Fahrtwendeschalter begeben nach vorne. Shift. Ach nee, dann müssen wir noch. Shift 8, Zugbeeinflussung. DZB. Shift 7, Zugbeeinflussung. SIFA. Shift 6, die LZB. Zugbeeinflussung. So, damit ist auch dann schon alles betriebsbereit. Dann geht es auch in Kürze los. Störung. AFB. Shift und A, AFB. 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 Wir haben Ausfahrtgeschwindigkeit 60. Stellen wir jetzt auch noch ein. So. Perfekt. Vorgang eingeleitet. So, die Türen werden gerade verschlossen. Hat man jetzt auch gerade gehört. Wind rein, beziehungsweise fährt schon wieder raus. Hier ist unser Intercity. Wenn wir jetzt beobachten, hier hat man auch von Seiten des Szenarioerstellers Zugziele gemacht gehabt. Also wir sind der IC 2313. Das Szenario stammt vom der Player 46 aus dem Rails Forum, wie gesagt. So, wir schauen hier eben mal noch. Ist Das Zugteam begrüßt auch die in Koblenz Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im IC 2313 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Dieser Zug hält auch in Mainz, Mannheim, Heidelberg und Vaihingen. Das Zugteam wünscht Ihnen eine angenehme Reise und unser nächster Halt ist um 14:39 Uhr Mainz Hauptbahnhof. Bei Fragen und bei Problemen bei der Sitzreservierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Damit setzt sie sich jetzt auch schon in Bewegung. Mal wieder was anderes, als wie immer die ganze Zeit mit einem ICE da rumzufahren. Fahren wir heute mal mit einem Intercity mit Fahrziel Stuttgart Hauptbahnhof, abgelöst werden wir in Frankfurt am Main. Schauen, was uns unterwegs alles erwartet. Also raus. Drüben auf der anderen Seite steht eine 101, die wohl kaputt ist. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Hat mir jetzt hier eine Zwangs reingeklatscht, ich weiß nicht Zwangsbremsung. warum. Türfreigabe. 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 Zugbeeinflussung.
Also, die erste Zwanse ist schon drin. Und wir hoffen, dass es bei der einen bleibt. Ich habe da so gewisse Vorahnungen. Aber vorher gesehen, wo die Häuserpartien sieht, das ist doch alles ganz passabel aus. Ja, sieht man, wie krank die Bäume sind. Das ist auch in der Realität so. Siva. Aber wir wollen ja hier ein bisschen Strecke machen, die Umgebung ein bisschen beachten, betrachten. So, wir dürfen 140 fahren, dann nutzen wir das jetzt aus. Wenn die AfD auch entsprechend rein. Dazu sagen, die 101 als allererstes einer meiner Lieblingslocken. Dazu kommt auch noch Baureihe 193. Ob es sich um deren Name, wenn ihr den Namen wisst, schreibt es in die Kommentare. Vectron ist es. Gibt es einer zu meiner Lieblingsloks zu gehen. Die 103. Ja, ab gewissen Zahlen hört man auch zu zählen. Hier schauen wir mal nach links. Das ist ja, haben wir ja schon mal in dem ersten Vorstellungsvideo gesagt, ja, was sucht so ein Containerschiff hier auf dem Rhein? Das ist ein schlechter Scherz, ist das, was sich da DTG erlaubt hat. Ist auch sehr viel Wiedererkennungswert dabei. Echt ist die Strecke nicht gemacht. Ja, welche Objekte knallen, die da in die Wanzen, in die Landschaft nicht passen. Containerschiff beispielsweise.
einiges an klasse Rollmaterial als KI-Verkehr hier verbaut, das uns hier und da entgegenkommt. Und darauf achten. Also mir gefällt das ganz gut. Jetzt hat der Szenario-Bauer an den Player 46. Grüße geht von hier aus. Sehr gut gemacht gehabt. Runterstellt, dass auch die Geschwindigkeit an Autobahn nicht mitgedrosselt wird. Zugbeeinflussung. SIFA. SIFA. Zugbeeinflussung. Jetzt hier so fährt mit einer niedrigen Geschwindigkeit, denkt man unter, was man für einen Bummelzug ist. Ja, kleiner Bote. Sifa. Im Ruhm. Und das ist doch mal schön gemacht gehabt. Noch weiter runter auf 100. Zugbeeinflussung. Stellen wir es gleich automatisch runter. Stadt, Dorf. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und sonst schon der erste Intercity entgegen. Zugbeeinflussung. Es ist so gewollt, dass wir jetzt hier langsamer fahren, keine Ahnung. Bei der letzten Testfahrt hatte ich in unmittelbarer Nähe hier diesen Bahnhofs Zwangse passiert. So und so 101. Was jetzt ein Bahnhof ist, kann ich nicht sagen.
So, ich denke, wir können wieder beschleunigen. Da wir jetzt hier rausfahren. Wir werden weiter beschleunigen. Auf geht's. Das aber zu spät umgeschaltet haben, das Signal. Nächster Zug, der entgegenkommt. Von der Lackierung her sieht er ganz gut aus. Dem sicherer gewesen, kurzzeitig mal abzubremsen, bevor wir eine Zwangsbremsung kassieren. Wie gesagt, dann hat dann eben halt dieses Signal eben halt zu spät umgeschalten. Also ich schätze mal, dass wenn die Geschwindigkeit so weit runter drosselt wird, dass das hier mit den Kurvenfahrten zu tun hat.
einen schönen Ausflugdampfer, dann nehmen wir aber einen Binnenfrachter. Hier wird gearbeitet fleißig. Ich sage, die Kerls sind faul. Im Gegenteil. Sehr fleißig. So, ich habe jetzt vor kurzem PC Eurotruck Simulator wieder mal installiert. Hab ich auch mal wieder ganz groß Lust zu fahren, Video zu machen, weil das ich immer, soweit ich mich erinnere, habe ich dort auch nur ein Video online gestellt. Jetzt auch mal öfter wieder kommen, Eurotruck Simulator. Sifa. Neben einem Autotransporter. Genau eine sehr gute Länge. Aber in Vorbeifahrt nicht erkennen können, wer hier Lockdown angespannt war. Und gleich runter reduziert auf 90. Ich denke mal, jetzt müsste gleich hier und da die Fahrten kommen. Uns jetzt auch hier runterdrosseln auf 90. Jetzt nochmal Partydampfer. Das ist schon längst reagieren. Ja, jetzt kommen die Tunnelfahrten. Oh, das ist schön. Noch ein bisschen mehr Licht, damit wir ein bisschen mehr sehen. Simuliert von unserem Stromabnehmer, der Funken reisen tut. Es gibt Blitze auch, dass man dann im Tunnelbad teilweise sieht. Thank you.
nächste Tunnel. Das dürfte es jetzt erstmal gewesen sein, ein Tunnelfahrt. Schon einiges verbaut hier. So, beschleunigen wir mal hoch wieder. Ah, mir gefällt die Vegetation hier so ringsrum. Einfach schön gemacht. So, jetzt wollen wir die Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen erhöhen. Das ist erlaubt. Wollen wir ja sehen, was das für ein Bahnhof hier ist. Bin überragt. Das wäre auch wenig von Interesse, weil unser nächster Halt ist Mainz Hauptbahnhof.
an dem Moment jetzt auch nicht sagen, sollten wir halt Flughafen Frankfurt haben, dann wäre es Fernbahnhof oder Regionalbahnhof, da bin ich jetzt augenblicklich überfragt. Ich denke, da lassen wir uns einfach überraschen. Offiziell Hauptbahnhof. Lass uns überraschen. Schauen wir. Oder drei. So gesehen ist das eine schöne Strecke. Hoher Wiedererkennungswert. Sandbänke rein, relativ wenig Wasser. Gleich bei der Ausfahrt. Auf dem Partydampfer unterwegs hier. Wir wollen einen Kaffee fahren. Hier ist die kleinere. Wir haben alle nichts zu tun, so wie es aussieht hier. Na gut. Beschleunigen, 130 sind.
gespannt, ob unser Zugchef die Einfahrt oder das Erreichen von Mainz Hauptbahnhof ankündigt. Theoretisch müsste das ja. Sie fahren. Hauptbahnhof, also wenn man Bingen erstmal passiert hat, dann ist es auch nicht mehr arg so weit bis Mainz Hauptbahnhof. Zugbeeinflussung. Jetzt gar nicht erkennen, wie schnell das sein soll. Also denke ich mal unter 100. Auf 70. Zugbeeinflussung. Immer auf sicherer Seite. Hauptbahnhof. Nennt sich für den Hauptbahnhof, wenn mich jemand fragt. Und sich werden jetzt hier Zugbeeinflussung. Das war jetzt auch das erste Mal, dass wir jetzt 160 gleich ansteuern dürfen. Zugbeeinflussung. Dann tun wir das hiermit jetzt auch. Das würde eh nur von kurzer Dauer sein, weil kürzer wird dann auch die Einfahrt Mainz Hauptbahnhof angekündigt sein. Der gefällt mir, der Zug, der sieht gut aus. Ich habe nur die Lackierung nicht sehen können. Schöner Opel. Tempo drauf hat, dann macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß.
Angst. Das wird wohl von kurzer Dauer sein. Oder ist es 150? Ui. Das war ein ICE-1 vom 3D-Zug. Damit unser Zugchef da hinten wach wird. Siva. Oder was treibt der da hinten? Das ist bestimmt eine Bordpistole. Schauen wir mal raus. Ja. Hier, da. Bordrestaurant. Aber niemand zu sehen. Wenn man sich hier, dass er die irgendwo in der Ecke verschickt hat.
habt jetzt eigentlich noch 4 Minuten bis Mainz Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Lokführer aus dem Intercity 2313 auf dem Weg nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir erreichen in Kürze unseren nächsten Halt Mainz Hauptbahnhof auf Gleis 5. Ob jetzt hier alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, dass wir pünktlich in Mainz Hauptbahnhof einfahren werden. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Fahrgäste, die hier ausstehen, wünschen einen schönen Tag und Wiedersehen aus dem Cockpit der 101. Machen sich jetzt mal unser Zugschiff eine Scheibe davon abschneiden. So eine Schlafmütze würde entlassen. Mainz Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Mainz Hauptbahnhof. Sie haben dort folgende Anschlussmöglichkeiten. RB 75 nach Aschaffenburg Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist um 14.49 Uhr von Gleis 4. Außerdem zum RE 3 nach Saarbrücken. Planmäßige Abfahrt ist um 14.53 Uhr von Gleis 3. Außerdem an die S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist um 14.59 Uhr. Diese fährt von Gleis 1A ab. Bitte achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Du alte Schlafmütze. Mal ein bisschen früher kommen können mit der Ankündigung. Also, Zwangsnummer 2.
Zugbeeinflussung. SIFA. Zugbeeinflussung. 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 Besser zu stehen hier. Sieht gut aus mit der Lackierung. Zugbeeinflussung. Türfreigabe. 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 Hey, wir sind doch gar nicht so weit. Zugbeeinflussung. Jetzt finde ich eben halt das Gute im TSW. Der Hauptstrecke München-Augsburg, dass dort jetzt die Zugzielanzeigen funktionieren. Wenn man jetzt eben halt auch Verspätung hat, dass auch dort entsprechend auch die Verspätung angezeigt wird. Regionalzug gerade rein. Stehst du jetzt? So, Mainz Hauptbahnhof. Lassen wir die alle mal ein- und aussteigen dort. Hier immer noch ein Foto schießen. Aus Mainz Hauptbahnhof. So, dann sind wir auch schon wieder abfahrbereit. Lösen wir die Bremsen. Waren unsere letzten paar Kilometer dann jetzt Richtung keine Ahnung, was der damit meint. Fahren Sie über Spielende. Na gut.
Wir verriegeln die Türen. Nehmen wir mal so 150 Kilonewton. Ausfahrtsgeschwindigkeit machen wir mal auf 60. Und los geht's, auf! Und sie rollt. Ausfahrtsgeschwindigkeitsgenehmigung 80. Das Zugteam begrüßt auch die zugestiegenen Fahrgäste im IC 2313 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Mannheim, Heidelberg und Vaihingen. Unser nächster Halt ist um 15.21 Uhr Mannheim Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Okay. So mit heißt das in circa 2,5 Kilometer unser Szenario hier beendet ist. Grüße gehen raus an, na, wie hieß er jetzt nochmal, der Player 46. Wenn, dann hättest du das Szenario mindestens bis Frankfurt Hauptbahnhof machen können. Bis hierher war es ganz okay. Also hier übe ich Kritik. Wenn man eben halt schon so ein Szenario baut, dann hätte man auf der Strecke auch in Frankfurt am Main Hauptbahnhof enden können. Also, nicht so ungut. AFB, AFB, AFB. Ist halt schade. Die ganze Arbeit für umsonst. Es hat zwar Spaß gemacht, das Szenario zu fahren, aber dass das Szenario jetzt hier abrupt endet, das kann ich leider nicht für gut heißen. Also mal mindestens nicht für meine Kommentare und Videoübertragung selber einen Daumen nach unten, sondern einen Daumen nach unten für das Szenario von Koblenz bis Mainz Hauptbahnhof, alles wunderbar. Aber hier, dass das Szenario jetzt so abrupt endet. Siva. Ist schade. Wirklich schade. Türfreigabe. Da war jetzt wiederum das Szenario von Black Trains. Nicht besser gewesen. Zog sich auch schön bis auf ein paar Meter kurz vor Bahnsteigeinfahrt. Mit einer Zwangsbremsung hin. Aber das hier ist ja nur wirklich jetzt lächerlich. Bernd hätte mindestens bis Frankfurt mein Hauptbahnhof gehen können. Habe jetzt hier so ein Video davon gemacht. Alles schön recht und gut. Aber hatte ich ja eben gerade schon erwähnt, was Positives. Türfreigabe. Lieber der Player 46. Wirst du von mir nicht hören. Liebe User, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das jetzt kommentieren musste. Aber ihr endet abrupt das Szenario. Feste Bremse. Ja. So. Hier habe ich die Lok jetzt abgerüstet. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ich freue mich, am bald mit euch wieder einen Livestream zu machen. Bis dahin sage ich ciao, ciao. Lasst es euch gut gehen. Einen guten Start in die neue Woche. Macht euch nicht verrückt mit diesem Scheiß Corona und den ganzen
Meldungen, die wir uns treiben, die wollen uns nur absolut wieder ins Lockdown treiben. Ansonsten seid alle gegrüßt, euer Max01. Ciao.